Hallo meine Lieben, ja, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Und zwar hatte ich ja diese Enhancing Eyes 12 Color Eyeshadow Palette in der Glossy Box. So sieht das gute Stück aus. Ich hoffe, es blendet jetzt nicht so sehr. Und die haben ja diese Farben hier enthalten. Ja, und damit wollte ich ein Augen-Make-up schminken mit dieser Palette, um zu sehen, wie die so ist. Geswatcht habe ich die schon. Auf Instagram findet man die Swatches dazu. Und ja, und dann fange ich mal an mit dem Teint. Dann nehme ich wie immer das Endless Perfection Make-up von Manhattan. In der Farbe 58 Soft Ivory gemischt mit der 8-in-1 BB Cream von Maybelline. Da mache ich mir einen Stups dahin, wegen dem Lichtschutzfaktor von 30. Das braucht man ja auch jetzt noch. Und dann mische ich das. Eigentlich braucht man das ganze Jahr über Lichtschutzfaktor. Ich finde das extrem wichtig, so einen Lichtschutzfaktor zu haben. Das auf jeden Fall. Ah, heute scheint ja endlich mal wieder seit langem mal wieder die Sonne, ey. Ganze Woche war es grau in grau. Man war müde und geschafft. Ach Gott, ja. Ja, hab mich jetzt eingelebt in der Wohnung. Ist alles soweit in Ordnung. Jetzt habe ich seit gestern einen Kühlschrank, den ich ja vorher auch nicht. Ja, was ist das? Ah, schubt sich's. Na, jedenfalls habe ich seit gestern einen Kühlschrank. Und ja, nächste Woche geht es dann zu IKEA, einen Tisch und so ein, für die Küche so eine kleine Essecke mit einem Klappstuhl, also mit so einem Stuhl davor. Das noch und ja. Das ist das, was noch hinzukommt. Ja, so nach und nach kommen die Sachen hinzu. Hoppla. Und dann wird noch mein Bad noch saniert. Und das ist dringend, weil es einfach schon sehr alt ist, das Bad. Und deswegen wird es saniert. Ich hoffe, dass das im September stattfindet. Und ja, aber da bin ich zuversichtlich. Die Vermieterin hat mir nicht zugestimmt, dass das im September passieren wird, ich hoffe. Und dann, ja, wenn dann alles fertig ist, werde ich dann eine Roomtour machen, ein bisschen zeigen, wie ich es eingerichtet habe und so weiter. Ja, also jetzt nehme ich den Essence Day All Day 16 Stunden Concealer in der Farbe Natural Beige und dann decke ich mir die Augenringe ab, ein bisschen hier Pickel, ja, und dann verteile ich das mit dem Pinsel von Evelyn. Habe ich auch Augenringe. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich schlafe eigentlich gut.
es ja sehr ruhig hier ist. Ich habe zwar die Straße raus, aber da fahren jetzt nachts eigentlich kaum Autos lang. Also da liegt es jetzt nicht tagsüber schon, aber nachts eigentlich so gut wie sehr wenig. Also nö, vom Biergarten unten höre ich dann eigentlich auch nichts. Die Zeit ist ja jetzt eigentlich so weit vorbei, weil ja, es wird ja auch kühler nachts und sitzen jetzt die Leute nicht mehr so lange da draußen rum. Deswegen, ja. Jetzt nehme ich, um meinen Concealer zu setten, halt, Quatsch, da fehlt noch was, meine Eyeshadow Base von P2, diese Perfect Eyes. Ich glaube, die ist bald leer, soviel ich das sehe. Ja. Aber ich finde die echt gut, weil die so ein bisschen abdeckend wirkt. Mhm. Also die gleicht das Lid quasi aus. Guck mal, ein bisschen näher. So. Seht ihr ja gar nicht. So, jetzt sieht man das richtig, wie das abdeckt. Das ist der Hammer. Also für welche, die jetzt Äderchen da haben, passt das auf alle Fälle. Die ist jetzt auch nicht gelb oder so gelbstichig, finde ich nicht. Sehr beige. Ich finde die echt gut. Ja. So, jetzt kommen wir zum Setten des Concealers. Und zwar dieses Essence All About Matte Fixing Powder. Das von Catrice ist mir auf dem Boden zerschellt gestern. Ja. Das hat leider einen Abgang gemacht. Das hat mich in dem Moment total gefreut. Nee, eben nicht. Ich habe mal gebrüllt. Und das war's dann. Es ist, ich habe gehört, also gesehen, dass es wichtig ist, mit einem transparenten Puder die Augenlider abzupudern, um die Base und den Eyeshadow haltbarer zu machen, weil dann hebt es alles ein bisschen besser, wie jetzt, wenn ich jetzt so einen Puder nehmen würde. Und mit diesem Pure Nude Puder von Essence tue ich mir jetzt mein Gesicht abpudern. So. So. Das gibt nämlich so einen schönen Glow. Genau. Ja, das reicht schon. Ja. Genau. So, und dann nehmen wir uns die Palette zur Brust. Tue ich mal die Applikatoren weg, weil das stört mich. Dann nehmen wir so einen Pinsel. Und dann gehen wir jetzt mal rein in die hellste Farbe hier vorne. Haben leider keinen Namen. Okay, da krümelt ein bisschen. Aber naja, gut. So. Sind sehr samtig, sehr weich. Ja, fühlen sich gut auf dem Auge an, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Doch. Mhm. Ja, gefällt mir. Bis jetzt. So, dann nehme ich die
den Softifiner von zu Eva und dann gehe ich, was gehe ich jetzt rein? Ah ja, das ist braun, das ist matte, ah ja, die krümeln ein wenig, aber das machen andere auch, deswegen ist es nicht schlimm, aber gut pigmentiert sind es auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Sehr gut. Jo. Jo, auf jeden Fall. Ja. Passt, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ja. Genau. So. Jetzt nehme ich diesen Pinsel und dann gehen wir. Das passt jetzt dazu. Gehen wir in diese Farbe hier. So lila. Und tupfen das ins äußere V. Okay. Bisschen schwach. Hätte ich jetzt mehr gedacht, dass das besser pigmentiert wäre. Ein bisschen stärker. Okay. Nehme ich mal einen Blendepinsel von Evelyn. Okay. Verschwindet gleich wieder. Das ist ja nicht bescheuert. Okay. Ich sehe das gar nicht mehr. Da muss ich mal ein bisschen. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Bisschen schwach, dieser Ton hier. Mensch. So doof. Nee, das ist nicht so stark pigmentiert, dieser Ton hier. Tja. Okay. Dann. Was gebe ich jetzt vorne hier aufs Lid? Da gebe ich den. Was gebe ich jetzt dahin? Was passt jetzt? Ja, diesen Goldton. Gebe ich vorne hin. So ein bisschen schimmert. Das ist doch sehr matt. So. Okay. Dann mit dem hellen Ton highlighten. Ein bisschen highlighten. Ja gut, jetzt sieht man es lila ein bisschen, aber auch nicht so arg irgendwie. Ja, dann betone ich den unteren Wimpernkranz mit dem matten Braun von vorhin. Ich habe kein Braun unter der unter dem Wimpernkranz. Ja, bin ein bisschen enttäuscht von diesem Lila-Ton. Ich dachte echt, der ist stärker. Der ist schwach. Leider schwach auf der Brust. Schade, schade, schade. Okay. Dann.
nehme ich denn jetzt? Nehme ich den. Was ist da jetzt? Den da. Für die Wasserlinie. Das merke ich gerade. Ah, nee. Ich nehme mal diesen Duo von Kiko. Und zwar ist das ein Double Glam Eyeliner. Einmal hier für oben und hier für die Wasserlinie. Dann mache ich erstmal hier diesen Nude-Ton auf die Wasserlinie. Was ist denn das, die Farbe? Aber den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Da steht die Farbe jetzt nicht dran. Ach ja, 107. Krei. Ach, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht lesen. Und das Schwarze ist dann der Eyeliner. Den gab es letztes Jahr bei Kiko, aber nur limitiert leider. Gibt es nicht mehr. Das war so eine Vorweihnachtsaktion und da gab es diesen limitiert. Und ja, und hat mir die Verkäuferin eben den empfohlen. Also die Farbe quasi. Und ja. So. Jetzt ist es geschafft. Ich muss das mal anspitzen. Jetzt tusche ich mir die Wimpern mit der Lash Princess Mascara von Essence. So. Yep. Das klebt. Ja, das klebt. Kleben wir wieder aneinander. Oh. So. Ja, mein Pan sind getuscht. Tusche ich mir noch die unteren. Ja, jetzt geht er zu. So. Mit der Isle of Extreme. Was? Die Isle of Extreme Crazy Volume von Essence. Dann nehme ich mir von Make-up Revolution diesen Iconic Blush Bronze und Brightener Flush. Das ist der hier. Mit Blush Highlighter und Bronzer.
Da gehe ich dann als erstes in den Bronzer rein. Und den echt toll. Ich den schon so lange nicht mehr genommen. Dachte ich, jetzt wird es wieder mal an der Zeit, den zu nehmen. Weil ich den doch ein bisschen vernachlässigt habe. Oh nee, Schmerz. Oh. Leiden, Pech und Pannen. Jetzt habe ich natürlich kein Wattestäbchen. Dann nehme ich das jetzt einfach so weg. So. Oh Gott. Naja. So. Gut. Dann gehe ich in den Blush. Tupfe mir den auf. Ein bisschen Frische im Gesicht. Dass man nicht so müde aussieht. So. Boah, in der Kamera sieht es krass aus, aber im Spiegel nicht so. Naja, ist ja nur ein Hauch von, aber in der Kamera sieht er echt hammerhart aus. Und so, jetzt gehe ich in den Highlighter rein. Setze mir hier so Highlight auf die Wangen, nicht so viel, ein bisschen. So. Mann, mein Kreuz. Jo. Jetzt sieht man dann den blöden Pickel noch durch. Soll ja nicht sein. So, jetzt. Betone ich noch meine Lippen, und zwar habe ich hier diesen Liquid Lipstick von Essence in der Farbe 03 Almost Real. Das ist so ein Nude. Und der ist neu, den habe ich ja gestern geholt, wo ich Spülmittel gekauft habe, ATM. So. Ja, und das ist so ein schöner Nude-Ton. Perfekt für den Alltag eben. Ja. Der passt zum Arm. Jo. Würde ich sagen. Genau. Gut. Also. Mein Fazit. Dieser Palette ist wirklich schön, muss ich sagen. Auch wenn der lila Ton ein bisschen schwach ist auf der Brust, aber ich muss sagen, die anderen Farben sind sehr schön. Man sieht ihn zwar trotzdem, diesen lila Ton, aber er ist sehr zart, finde ich. Aber ich finde die Palette trotzdem gut, kann ich sie doch empfehlen. Und ja, habe mich gefreut, dass ich die eben drin hatte in der Glossy Box. Doch. Finde ich echt gut. Gibt es auch noch für grüne und blaue Augen. Genau. Und ist gerade im Angebot. Habe geguckt bei PH Cosmetics für 9 Euro. Ist gerade im Angebot. Ich weiß nicht, ob das noch gilt. Letzte Woche war es noch. Aber ja. Okay. So, meine Lieben, das war's jetzt von meinem Schminkvideo mit dieser Palette. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback und sage dann mal bis zum nächsten Mal. Ciao!